Ho, 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 liebe Bücherfreunde, heute bei meinem 8. Türchen des Jahreshighlights Adventskalenders. Heute stelle ich euch ein jugenddystopisches Buch vor. Es ist von Neil und Jared Schusterman, es ist Dry. Und hier haben wir eine apokalyptische Szenerie, dass das Wasser ausgeht und wir verschiedene Jugendliche begleiten, wie sie mit der Trockenheit im Grunde umgehen und welche Probleme Jugendliche natürlich so grundsätzlich haben und was so passiert, wenn auf einmal Wasserknappheit herrscht, wenn es noch nicht so richtig klar ist, was die Ursache ist und wie im Grunde auch die ganze Welt da dann irgendwie darauf achtet, darauf Wert legt und gefühlt dann eben auch aus den Fugen gerät. Neil Schusterman ist seit Size ein absoluter Hammer-Schriftsteller für mich geworden und ich war sehr gespannt, was er hier mit seinem Sohn Jared zustande bringt. Man weiß natürlich gefühlt nicht, wer hat was geschrieben, welche Passagen sind von wem. Man hat verschiedene Perspektiven und ich kann mir gut vorstellen, dass sie so einen Perspektivwechsel durchaus auch gemacht haben. Das Besondere an Dry ist, dass wir das Augenmerk auf etwas legen, was ja gefühlt gar nicht so weit weg von unserer Zeit ist. Alleine diese ganzen Umweltdiskussionen, die es jetzt in unserer Zeit gibt. Die Nachhaltigkeit, das Schmelzen von Polarkappen und Ähnlichem und man hier durch die Hitze, die es in diesem Land eben gerade gibt, in der Geschichte, dann eben das Problem haben, dass wir Wasserknappheit haben. Und ich finde es immer wieder faszinierend zu lesen, wie es wohl theoretisch sein wird, wenn eine Katastrophe geschieht und wie Menschen damit umgehen werden. Wie werden Menschen, wenn sie mit so etwas konfrontiert werden, was wird das auslösen? Werden sie sich eher zu Grüppchen bilden? Wie ist der klassische Anführer? Wer ist der Mitläufer? Wer geht im Grunde auch über Leichen? Und das erleben wir hier so ein bisschen aus jugendlichen Perspektive und das natürlich, ich sage jetzt mal ein bisschen abgeschwächter, als es vielleicht zum Beispiel bei The Walking Dead der Fall ist oder eben bei erwachseneren Varianten. Es ist hier schon noch alles von der Gewalt, Brutalitätsgrad ein bisschen seichter, was ich aber durchaus sehr angenehm fand, dies zu lesen und das zu erleben. Und beide haben es für mich geschafft, hier wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen, sehr atmosphärisch auch das aufzubauen, rüberzubringen, die verschiedenen Charaktere auch wirklich in so ein Licht zu bringen und uns wirklich auch einfach mitzureißen. Und das haben sie für mich wirklich perfekt gemacht. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Es hat mich sehr mitgerissen, sehr begeistert. Und ist für mich wirklich mit auch eins der Jugendbücher des Jahres, weil es eben auch in eine Thematik geht, die uns alle irgendwie betreffen könnte. Es kann jederzeit dazu kommen, dass es eine gewisse Knappheit gibt, dass wir irgendwie eine apokalyptische Szenerie erleben. Das ist manchmal gar nicht so weit weg. Und wie Menschen dann eben reagieren, wie bereitet man sich am besten vielleicht auch auf eine Apokalypse selbst vor? Und das wirklich in einer Jugendsprache, die ich aber auch als Erwachsener als sehr angenehm empfunden habe, die nicht zu kindisch war, die ich aber auch finde, dass Jugendliche anspricht, die da eben einfach nochmal so ein bisschen den Nerv der Zeit auch trifft. Und das haben beide für mich wirklich unglaublich gut geschafft. Und sie reißen mich da auch einfach mit und für mich waren auch die verschiedenen Perspektiven sehr lesenswert, sehr andersartig, auch wie sie dann so ineinander gegriffen haben, wie auch unterschiedlich manche Dinge wahrgenommen werden. So ist der Mensch eben auch einfach, so sind Jugendliche einfach und das hat es für mich auch zu einer so einer runden Geschichte gemacht. Das Ende war so ein bisschen, glaube ich, für viele umstritten. Ich hätte tatsächlich mir vielleicht auch ein anderes Ende gewünscht, war aber mit der Geschichte grundsätzlich einfach sehr, sehr zufrieden. Ich war sehr begeistert. Ich habe es auch wirklich sehr gerne gelesen, sehr gerne erlebt und könnte mir durchaus vorstellen, dass so ein Stoff immer wieder einfach den Zeitgeist aufnimmt und ja im Grunde rüberbringt, transportiert und dann eben auch die Leserschaft begeistern kann. Und so hat es das für mich Neil und Jared Schusterman auf jeden Fall auch geschafft. Und das war es jetzt auch schon, das 8. Highlight des Jahres für mich. Ich wünsche euch heute noch einen schönen 8. Dezember und macht schön gut, lasst es euch gut gehen.